Das kostet jetzt nicht 39 Euro. Das verlinke ich euch aber selbstverständlich auch. Das ist mein Siege-Koffer. Der etwas größer. Passwort seht ihr bitte wieder nicht. So. Mein Siege-Koffer. Der Koffer ist was teurer, aber der ist auch viel, viel hochwertiger. Der ist sehr, sehr dickwandig. Der hat hier ein schönes Noppen-Schaumstoff. Der hat hier Würfelschaum. Ihr könnt euch das anpassen, wie immer ihr wollt. Und der hat vor allem zwei Lagen von diesem Würfelschaum. Das ist sehr, sehr angenehm, weil dadurch könnt ihr einfach in 3D bauen quasi. Wir gucken uns das mal von rechts nach links an. Das ist der Wurfarm. Den haben wir hier einfach drin. Und auf der zweiten Ebene haben wir noch Aussparungen für das Zweibein, was am Wurfarm befestigt wird. Es wird da einfach reingeklickt und dann mit dieser Schraube, die natürlich auch im Koffer ist, fixiert. So. Die Sehne müssten wir übrigens mal wieder pflegen oder am besten austauschen. Dann haben wir hier einen Köcher mit ein paar Jagdpfeilen, die ich vorbereitet habe. Die habe ich noch nie benutzt und ich glaube auch nicht, dass ich sie jemals benutzen werde. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die gut fliegen werden. Aber ich habe diesen Köcher und wollte da irgendwie drei fancy Pfeile reinmachen. Und diese Shield X-Cut Vanes von Boning, die finde ich einfach cool, im Orange schön knallig. Leuchtnocken habe ich da einfach mal drauf gemacht. Das sind natürlich auch die schönen, schweren Messingpfeile. Und hier sind 125 Grain Jagdspitzen von Bogensportwelt drauf, die mir dann der Herr Melker nochmal persönlich geschliffen hat. Also die sind scharf. Die sind sehr, sehr scharf. Davon drei Stück. Und die kriegt man noch im Dreierpack. Und diese Leuchtnocken hier sind auch schon wirklich so präpariert, dass man damit mit der Siege bzw. der R9 oder RX schießen kann. Weil man muss die gar nicht so runterfeilen. Es reicht sogar, wenn man die so auffeilt. Und das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Dann haben wir hier Pflegemittel. Das Silikonöl von Ballistol. Weil die Siege schieße ich ja nicht hier in meinem Hobbyraum. Deswegen kann da vor das Ballistol, das kann auch da gerne auf dem Boden versickern. Was ja hier nicht funktioniert. Da ist das kein Problem. Da ist keine Rutschgefahr, auch wenn da ein paar Tropfen Öl auf dem Boden sind. Hier ist nun der Grundkörper. Boah, der ist echt schwer. Mit dieser Optik, die ich darauf platziert habe. Das ist eine Optik von UTG. 3- bis 12-facher Zoom. Der kann hier variiert werden. Das ist ziemlich cool. Es gibt leider ein Mildot-Absehen und kein Balken-Absehen. Das wäre nämlich eigentlich noch besser hier. Aber ja, es ist auf jeden Fall in Ordnung, um damit echt recht weit zu kommen. Das kann man sehr gut einschießen und das hat halt durch das Mildot-Absehen ja auch noch weitere Anhaltpunkte, womit man dann gut treffen kann. Vorausgesetzt, man zoomt auch raus. Ne? Also das ist das Ding. Kannst jetzt nicht reinzoomen und dann hast du nicht mehr die Punkte. Also dann kannst du nicht mehr so weit schießen, wenn du reinzoomst, was ein bisschen bekloppt ja ist. Aber eigentlich Sinn macht, ja. hier ist noch ein HH Optimizer, beziehungsweise eine günstige Version vom HH Optimizer verbaut. Ja, und dieser HH Optimizer ermöglicht es dann einfach, dass man das Zielfernrohr, sagen wir mal, auf 30 Meter einschießt und dann dreht man dieses Rädchen ein bisschen weiter und dann kann man auch 40 Meter schießen. Ein bisschen weiter, dann sind 45 Meter und noch ein bisschen weiter, dann kommt man noch auf 50 Meter. Das funktioniert bei der Siege sogar relativ gut, also wenn man das Scope so weit einschießt, wie es geht und dann hier noch am Rad dreht, dann kommt man richtig weit. Also dann ist man auch so bei 100 Metern drin. Ich muss nur sagen, das funktioniert hier nicht so gut wie bei allen anderen Armbrüsten. Normalerweise ist halt wirklich so, du schießt auf 50 Meter ein und drehst an dem Rad und danach ist es auf 70 Meter. Bei der Siege hat man leider durch diese wackelige Schiene, die halt einfach noch immer ein bisschen Spiel hat, auch wenn das jetzt hier schon eine ausgetauschte Schiene ist, so mit einem ausgetauschten Grundkörper sogar, auch die hat noch Spiel. Hier. Nicht so optimal. Hier ist es so, dass man, wenn man am HH Optimizer gedreht hat, dann muss man zusätzlich noch rechts-links verstellen.
weil man einfach hier ein Spiel hat. Aber nichtsdestotrotz kriegt man die Siege damit auf 100 Meter. Aber halt einfach nicht so zuverlässig, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Weil die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Ne? Man kann ultra schnell repetieren, man hat 300 FPS, man hat 150 LBS und eigentlich echt eine super Reichweite, ein super zuverlässiges System, muss man sich ja eigentlich vorstellen, wenn man die R9 und die RX kennt. Aber ich weiß nicht, was die R9 und die RX alles richtig gemacht hat. Die Siege macht vieles davon nicht leider so richtig. Allein schon diese Schiene ist wirklich ein Riesenproblem. Dass die so wackelt und dass das Scope mit auf diesem Schlitten sitzt, das ist bei der R9 anders. Bei der R9 kommt hier von hinten eine Schiene rüber, die somit starr ist. Und somit bleibt auch das Scope starr und wackelt nicht immer rum. Das ist echt ein großes Problem von der Siege und der Grund, warum die Siege nicht so ihr volles Potenzial ausschöpft. Auf jeden Fall, leider. Man könnte es nachrüsten. Ne? Also IK Archery könnte das hier mehr stabilisieren und von hier einen Stabilisator setzen für das Scope. Aber das ist eigentlich schon wieder viel zu viel für dieses Koffervideo. Deswegen, das schauen wir uns bei dem Siege-Video nochmal an. Ja, und dann haben wir jetzt hier richtig viele Pfeile. Das hier sind jetzt die dreifach befiederten. Hier habe ich eine bunte Mischung an verschiedenen Farben, aber auch verschiedene Vanes. Aber die Pfeile wiegen alle sehr, sehr ähnlich. Also alle X-Cuts wiegen gleich und alle R-Vanes wiegen gleich. Und unter den beiden gibt es auch nur leichte Abweichungen. Und ja, für die Siege empfiehlt sich halt wirklich diese Dreifachbefiederung. Das ist einfach nochmal ein Ticken präziser als die R9-Pfeile, die zweifach befiedert sind. Für richtig weite Distanzen und auch bei, wenn nicht Optimalbedingungen sind, heißt nicht ganz windstill ist, dann sind Dreifachfedern definitiv zu empfehlen. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch recht viele Zweifachfedern. Auch hier wieder natürlich die R-Vanes mit dabei. Ich will die einfach gerade testen. Die machen auch einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck. Ansonsten die X-Cuts wieder. Shield und X-Cut. Genau. Bei Optimalbedingungen kann man mit denen auch sehr, sehr viel schaffen. Außerdem zweifach befiedert heißt, man kann natürlich die auch mit der R9 schießen. Und das ist der Grund, warum ich die hier auch so in dieser Hülle und Fülle habe. Nämlich für meine R9 mit dem RX-Wurfarm, da nehme ich immer diese Pfeile. Ist dann ein bisschen bekloppt, weil dann nehme ich halt wirklich drei Koffer mit in die Shooting Range. Einmal den Koffer für die Pfeile, für den R9-Koffer für die R9 und den Adder-Koffer für den RX-Wurfarm. Aber so ist es halt. Die Pfeile sind dann echt richtig geil für die RX und auch für die Siege. Auch super für die Siege, aber für die RX richtig geil. Und in der RX kannst du die ja leider gar nicht schießen. Na, das ist das Problem. So, und jetzt lüften wir das Geheimnis. Was ist denn hier drin? Das schauen wir uns jetzt mal anhand des R9-Inhalts an. Die sind nämlich absolut identisch. Hier habe ich eine kleine Aufteilung an Spezialspitzen und Zubehör gemacht. Also das hier sind improvisierte Broadheads. Totale billige Sandware, importiert aus China, aber echt wirkungsvoll, wenn man sie denn mal irgendwann benötigen sollte. Was ich hoffe, was niemals passiert, dann kann man, glaube ich, hiermit recht viel anfangen. Man muss einfach nur die Spitze aufdrehen. Und das ist ja auch keine normale Übungsspitze. Das ist ja auch eine gehärtete Top-Head. Aber zum Beispiel auch mit einem Botkin würde das auch wunderbar performen. Aber so hätte dieser Pfeil auf jeden Fall sehr fiese Widerhaken, die sich auch beim Eindringen bemerkbar machen würden. Dann haben wir hier ein paar Medieval Bodkins, also diese typischen Bodkin-Spitzen aus dem Mittelalter. Dann haben wir hier eine Excalibur-artige Bodkin-Spitze aus dem Mittelalter. Wir haben diese richtig breiten Broadheads, die ja, den Namen Broadhead, Breitkopf, wirklich zurecht tragen. Und dann haben wir hier ein paar, die den Fangs von Fenris recht ähnlich aussehen. Aber leider sind es sie nicht. Dadurch sind sie dann auch gar nicht Magazin geeignet. Die haben hier noch so eine zweite Klinge, eine zweite Klingenfläche. Also die sind nicht flach, sondern das sind auch 3D-Spitzen. Ne? Deswegen nicht Magazin geeignet. Und dann haben wir noch diese Spitzen. Das sind Pfeifspitzen.
Wenn man die schießt, dann pfeifen die halt einfach. In Kombination mit den Leuchtnocken wäre das, glaube ich, echt mal eine coole Geschichte für Silvester. Muss ich mal schauen, ob sich das dieses Jahr vielleicht einrichten lässt. So, dann haben wir noch andere, und die sind echt fies. Das ist so eine Art Hybridspitze, würde ich behaupten. Also die Spitze ist ja wirklich, sieht ja echt aus wie so ein Botkin, so ein moderner Botkin. Ein Dreierstern, kein Fünferstern. Und dann sind halt hier noch so Rasierklingen dran. Also das ist auch fürchterlich scharf. Und ich hoffe, dass ich das niemals benutzen werde. Hui. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr fies, dieses Zeug. Und ja, all diese Broadheads und auch diese widerhakenmäßigen Dinger, die sind natürlich alle nicht magazingeeignet. Und deswegen habe ich diese ganzen Sachen, die wurden mir teilweise zugeschickt, die habe ich teilweise mal bestellt, die wurden teilweise auch, einfach wird was anderes geliefert. Einfach irgendwelche Archery-Shops schicken einfach irgendeinen Scheiß raus, anstatt das Bestellte. Ja, ich habe die jetzt einfach mal hier gesammelt und auf diese zwei Kisten aufgeteilt. Einen in die R9, einen die in die Siege. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und ja, ne, Dr. Ashby-Spitzen habe ich keine. Wäre natürlich eine coole Sache. Aber ich hatte jetzt auch nicht vor, auf Elefantenjagd zu gehen. Deswegen passt das eigentlich, glaube ich, auch mit den Top-Hats einfach für die Zielscheibe. Ja, und das waren jetzt alle Koffer von mir. Und jetzt schauen wir uns noch einmal den Schrank an. So, und wieder zusammenpacken. Und auch dieser Koffer ist natürlich abschließbar. Wie gesagt, das ist kein Avalon, das ist kein A3. Der ist deutlich teurer, aber der hat auch echt coole Funktionen. Der hat hier einmal dieses Überdruckventil. Wozu man es auch immer braucht, schreibt es mal bitte in die Kommentare, ich verstehe es nicht. Dann hat es hier diesen echt mächtigen und beweglichen Griff. Und das war das 7er Magazin. Dann hat es hier Rollen, das ist quasi auch ein Trolley. Und hier oben noch ein Griff. Ne? Also das kann wirklich wie ein Trolley gezogen werden. Ja, echt ein cooles Ding, hat echt Gewicht, ist echt dick und lässt sich natürlich auch zuverlässig abschließen. Vollste Empfehlung für Optex. Damit haben wir das Thema Transport jetzt abgehakt und schauen uns jetzt noch die Lagerung der restlichen Armbrüste an. Und für die Lagerung der restlichen Armbrüste habe ich diesen Schrank präpariert. Der hat jetzt hier ein Vorhängeschloss. Oh. Oh, ja, super, Schranklicht funktioniert auch. So. Das ist jetzt mein Schrank. Es ist ein ganz normaler Schrank. Ich habe hier halt, wie gesagt, einfach ein Vorhängeschloss vorgehängt, ne? Ich habe dann hier noch einen Hochlasthaken an die Decke dran gehängt und daran hängt jetzt meine Excalibur 340 Mag. Ansonsten stehen hier unten noch ein paar Geräte und zwar einmal eine Survival, dann eine Super Survival von crossbowtuning.com und der alte Siege Grundkörper. Außerdem steht hier noch eine ganz normale Tactical, die ein ganz klein bisschen umgebaut wurde. Das Ganze schauen wir uns in einem der nächsten Videos nochmal genauer an. Da geht es dann darum, die Präzision mit der Stinger zu verbessern. Hier unten habe ich noch ein paar Pfeile für die Stinger. Das sind die längeren Pfeile für die Super Stinger. Und da ist noch der Köcher für die Excalibur und die Spannhilfe. Ansonsten liegen da noch ein paar Klappmesser rum. Unter anderem das coole neue vom Jörg, die Pocketschette. Echt cool für die Sammlung auf jeden Fall. Eine klasse Sache. Ich denke mal, benutzen werde ich es nie. Großartig. Ich habe es einmal benutzt, um Pizza zu schneiden. Aber sonst, ja, ist das doch eher was für die Vitrine. Aber ein cooles Teil auf jeden Fall. Muss natürlich eigentlich nicht so gesichert werden, aber ich tue es hier einfach mal mit rein. Warum nicht? Dann liegt es nicht im Wohnzimmer rum. Ne? Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, weil das war es auf jeden Fall für heute. Ne, das ist ja leicht umsetzbar, kostet nicht viel Geld, könnt ihr einfach nachmachen und ihr habt was Schönes zum Basteln. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage an euch. Und zwar, wie ihr gesehen habt, habe ich im Grunde für alles einen Koffer, außer für die Siege, da habe ich noch so immer so eine Laptop-Tasche. Das werde ich ändern. Eigentlich hatte ich vor, das schon mit der Special Edition zu ändern von der Steamboat Stinger Tactical. Aber leider habe ich es nicht mehr geschafft, eine zu ergattern. Ja,
Nicht so schlimm, ich werde auf jeden Fall einen Koffer selber bauen. Und jetzt kommt euer Part. Es gibt da ganz verschiedene Herangehensweisen. Herangehensweise 1, wirklich ein absolut minimalistischer Koffer, in dem einfach nur das drin ist, was man braucht, dass man eine Tactical oder halt auch eine Compact minimalistisch mitnehmen kann. Ansatz 2, ein viel, viel größerer Koffer, in dem alles drin ist. Und zwar ein Grundkörper Tactical, ein Grundkörper Compact, ein Grundkörper Survival ist ja der gleiche wie der Tactical, den haben wir also schon drin, ein Metallmagazin, ein Polymermagazin und eine Survival-Schiene für den Einzelschuss. Also schon mal diese 5 Grundkomponenten. Dann zusätzlich natürlich haufenweise Köcher, haufenweise Pfeile, haufenweise Ersatzmaterial, ist klar. Red Dot, eventuell noch ein Scope. Das wäre die zweite Herangehensweise, also wirklich so ein All-in-One-Ding. Und Ziel davon ist wirklich, wenn du diesen Koffer dabei hast, hast du immer 2 Stinger mit dabei. Mal mindestens eine Compact und eine Survival, aber halt auch eine Tactical und auch eine Compact, wenn du das möchtest. Eine hätte dann halt ein Metall und das andere ein Polymermagazin. Was hältst du von diesen beiden Plänen und welcher interessiert dich mehr? Willst du lieber den minimalistischen Ansatz sehen, wo wir wirklich einen kleinen Koffer machen, oder den Hole-in-One-Koffer? Ich glaube, wenn es nur nach mir ginge, würden wir, glaube ich, den großen Koffer bauen. Ich glaube, das würde auch viele interessieren und das wäre auch ein cooles Projekt, aber trotzdem will ich dich in die Entscheidung mit einbeziehen. Deswegen schreib auf jeden Fall deinen Wunsch in die Kommentare. Ja, und jetzt bleibt mir auch nichts anderes mehr übrig, als mich zu verabschieden. Bis hoffentlich nächste Woche. Ich hoffe, dass das Corona jetzt bald mal bei mir abklingt. Das ist momentan echt, also das ist so eine richtig miese Männergrippe. Und Fieber wird auf jeden Fall weniger. Die Kopfschmerzen hören nicht auf. Das ist, ich bin echt ein bisschen dusselig. Ich hoffe, das Video war trotzdem angenehm zu schauen. Und ja, wenn es mir dann gesundheitlich wieder besser geht, schauen wir uns nächste Woche ein paar Tipps zur Präzision des Dinger an. Und dann in 2 bis 3 Wochen endlich den Falltest. Der ist echt so komplex, ey. Ich habe mir da ein bisschen zu viel vorgenommen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kommt Corona dazwischen. Naja. Aber jetzt wisst ihr wenigstens, wie ihr eure Sachen lagert. Ja, ich verabschiede mich und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Hier bei Mag. Modern Archery Germany. So, und das wird jetzt hier, glaube ich, echt das erste Video, wo im Abspann nicht geschossen wird. Kann man eigentlich sogar nicht stehen lassen, oder? Okay, wir machen was anderes. Wir werfen. Ach du Scheiße. Ach übrigens, ich habe ja hier ein bisschen umgeräumt und ich habe jetzt hier tatsächlich genau 4 Meter aufs Ziel. Heißt, ich habe die gleiche Distanz wie der Eric vom Fledged Evolution. Und ja, der Eric zeigt ja gerne mal den einen oder anderen Drill. Self-Defense-Drill und das finde ich sind auch sehr coole Übungen immer. Wenn es denn die Gesundheit wieder zulässt, schließe ich mich da auch gerne an, Eric, und zeig dir auch mal ein paar Übungen, die ich hier mache. Gerade mit der Premium-Scheibe von Slydark kann man sehr, sehr coole Drills auf 4 Meter machen. Und auch mit der Z-Komponente. Vielleicht können wir da mal so ein kleines Battle starten, Eric. Allgemein, der Fledged Evolution Eric ist ein sehr cooler YouTuber auf jeden Fall. Und ich habe leider echt Probleme, dich zu erreichen, Eric. Du hast ja gar kein Instagram. Deswegen, wenn du das Video hier siehst, lieber Eric, dann schreib mir doch mal bei Instagram oder Facebook. Malte Keller. The Fledged Evolution.